Du fragst dich jetzt vielleicht, hey, was redet der Typ da? Was hat Reichwerden mit Beliebtsein zu tun? Die meisten reichen Menschen sind doch unbeliebt und sowieso verhasst und schlechte Menschen und so fort. Und ich muss dir sagen, nein, das stimmt definitiv nicht. Die meisten reichen Menschen, die ich persönlich kenne, sind sehr beliebte Menschen, sehr höfliche Menschen, sehr nette Menschen. Und ich möchte dir deshalb jetzt drei Tipps mit an die Hand geben, die du anwenden kannst, um eben reich und beliebt zu werden, ja. Und das sind drei reale Beispiele. Ja, ich befinde mich übrigens gerade in meiner Wohnung. Was ihr im Hintergrund seht, ist mein Wohnzimmer. Und fangen wir an mit so einer kleinen Roomtour, weil ich wünsche euch immer so eine kleine Roomtour. Der erste Tipp, ja, den ich euch mit auf den Weg geben kann, ist der, dass ihr Menschen zuhört. Es gab mal eine Telefongesellschaft in Amerika, die hatte einen Kunden, der extrem viel Stress gemacht hat, immer rumgenervt hat, Rechnung nicht bezahlt hat und so weiter und so fort. Und diese Telefongesellschaft war am Ende. Sie hat gesagt, oh Gott, ja, was sollen wir bloß mit diesem nervigen Kunden tun? Und es war dann eben so, dass die Telefongesellschaft nicht mehr weiter wusste, weil der Typ hat nie die Rechnung bezahlt, er hat immer rumgenervt, er hat immer sich beschwert, hat die Telefongesellschaft schlecht in der Zeitung geredet und so weiter. Und hat die Telefongesellschaft gesagt, weißt du was, wir holen jetzt unseren Spezialisten her. Und dieser Spezialist hieß Larry. Und Larry hat etwas ganz anderes gemacht als die meisten Menschen, die mit diesem stressmachenden, nervigen Typen telefoniert haben, und hat ihn nicht angemacht, war nicht böse zu ihm, sondern hat ihn einfach nur zugehört. Und er hat ihm zugehört und zugehört und zugehört. Und es ging dann so weit, dass sie irgendwie drei oder vier Gespräche hatten, wo er ihm zugehört hat. Ja? Und mehr hat er nicht gemacht. Und dieser stressmachende Typ hat irgendwann sogar gesagt, Larry, du bist so cool, wir gründen jetzt eine Organisation gegen Menschen, die geschädigt sind von einer Telefongesellschaft. Ja? Was ziemlich weird ist, weil Larry in dieser Telefongesellschaft gearbeitet hat. Was ist passiert? Der Kunde hat aufgehört zu stressen, hat aufgehört zu nerven, hat seine Rechnung bezahlt, alles war wieder cool. Und was hat er gemacht? Er hat ihm einfach nur zugehört. Das heißt also, Tipp Nummer 1, rede nicht so viel von dir selber, wenn du mit anderen Menschen redest, sondern hör diesen Menschen einfach zu. Die meisten Menschen reden nur von sich selbst und hören nie zu. Gerade in persönlichen Gesprächen ist es extrem wichtig zuzuhören. Ja? Hör den Menschen zu und ich garantiere dir, es wird Magisches passieren. Das ist also Tipp Nummer 1. Und du wirst sehen, dass gerade Tipp Nummer 3 wirklich von einem Menschen stammt, der extrem reich ist und wohlhabend geworden ist, und siehst also wirklich da den direkten Zusammenhang. Also Tipp Nummer 1, hör den Menschen zu. Tipp Nummer 2, mach den Menschen Komplimente. Ja? Wie oft machen Menschen ernst gemeinte Komplimente? Und ich rede jetzt hier wirklich von ernst gemeinten Komplimenten. Ich rede nicht von, hey, du siehst voll cool aus oder ey, das ist cool und so weiter. Nein, ich rede wirklich davon, ernst gemeinte Komplimente zu machen. Ja? Wenn du das machst, dann ist es etwas ganz Besonderes für Menschen. Das muss auch nicht jetzt irgendwie homosexuell sein. Das heißt, du musst einem Mann nicht jetzt irgendwie sagen, dass er sexy ist, oder als Frau einer Frau sagen, dass sie sexy ist, sondern einfach irgendwie ein ernst gemeintes Kompliment machen. Es gab einen Mann, Dale Carnegie, der einige coole Bücher geschrieben hat. Bücher. Und er hat war in einer Post. Und in dieser Post, ja, war ein Mitarbeiter, der sah immer sehr unglücklich aus. Und der Carnegie hat gesagt, hey, was machen wir mit dem Typen? Ich will ihm irgendwie eine Freude machen, ja, weil er einfach ein guter Mensch ist oder war. Und der Mann sah wirklich sehr traurig aus, abgenervt aus, wie auch immer. Und der Carnegie hat dann zu ihm gesagt, hey, du hast wunderschöne Haare. Ja, was vielleicht doch ein bisschen homosexuell gewertet werden könnte heutzutage. Aber das hat er definitiv nicht so gemeint. Er hat zu ihm gesagt, du hast wunderschöne Haare. Und der Mann hat gesagt, ja, aber finde ich nicht so. Früher waren die viel schöner. Und der Carnegie hat dann zu ihm gesagt, nein, wirklich, du hast richtig schöne Haare. Ich wäre froh, wenn ich so schöne Haare hätte. Und der Mann hat dann gesagt, oh, toll. Er hat sich total gefreut und war glücklich. Ja. Das ist jetzt zwar ein bisschen lustig gewesen, aber mach den Menschen wirklich ernst gemeinte Komplimente. Ja, wenn es ernst gemeint ist, wenn du irgendwas Nettes sagen kannst, dann sag was Nettes. Ja? Sei offen, sei ehrlich, mach ernst gemeinte Komplimente, das ist Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3 stammt von einem Mann, der extrem reich war mit dieser Sache. Und zwar ist Tipp Nummer 3, sag so oft du kannst den Namen der anderen Menschen. Ja? Sag den Namen der anderen Menschen oft, so oft es geht, denn es gibt nichts Wertvolleres für einen Menschen als seinen eigenen Namen. Der Typ, von dem ich hier gerade spreche, heißt Andrew Carnegie, ja, auch Carnegie, ist einer der größten Stahlunternehmer gewesen, damals in Amerika. Und er hat das schon als kleines Kind gelernt. Als kleines Kind hat er einen Hasen gefangen, und dieser Hase hat Kinder bekommen, und
Andrew Carnegie war damals nicht reich, also die meisten Menschen übrigens, die reich geworden sind, sind nicht reich geboren. Und er hat dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann diesen Hasen, ich kann die Kinder nicht ernähren, die werden sterben. So, was hat er gemacht? Er ist sehr smart gewesen, er ist zu den Nachbarn, Kindern in der Nachbarschaft gegangen und hat gesagt, hey, wisst ihr was? Ich benenne die Kinder dieses Hasen nach euch, also gebe ihnen euren Vornamen, wenn ihr mir Geld oder Essen oder sowas gebt, ja, um sie eben versorgen zu können. Und das haben die Kinder gemacht, ja, weil niemand hört seinen Namen so gerne und so oft wie ein Mensch. Ja, weil wir eben, ein Vorname ist eben unsere Identität, unser Vorname. So, und das hat er später auch nochmal gemacht. Das heißt also, später, als Andrew Carnegie dann wirklich schon extrem reich und wohlhabend und whatever alles war, hat er Folgendes gehabt. Er hat eine Situation gehabt, wo er mit einem Konkurrenten oder gegen einen Konkurrenten gearbeitet hat oder ein Konkurrent mit ihm, gegen ihn, wie auch immer. Und der Konkurrent hat dann gesagt, oder die haben dann eben gedacht, hey, was machen wir, was machen die meisten Unternehmer, wenn sie einen Konkurrenzkampf haben? Sie senken die Preise. Und die Preise zu senken ist eine der schlechtesten Dinge, die du machen kannst, weil das führt eben dazu, dass beide weniger Umsatz machen in der Regel. Ja? Weil du eben die Preise senken, ist eben nicht so smart. So, was hat er gesagt? Hey, wir treffen uns, sie haben sich getroffen, also Andrew Carnegie und sein Konkurrent, und die haben gesagt, oder Andrew Carnegie hat zu ihm gesagt, hey, wollen wir nicht einfach kooperieren? Und sein Konkurrent hat dann gesagt, ja klar, können wir machen, aber wie heißt denn dann die Firma? Und Andrew Carnegie hat gesagt, die Firma heißt natürlich so, wie du heißt, also die Firma wird nach dir benannt, dein Vorname. Und dieser Konkurrent von Andrew Carnegie hat gesagt, ja, können wir machen. Ja, weil Andrew Carnegie war der Name nicht so wichtig, heißt, er ist von seinem Ego zurückgetreten, ja, was auch eine sehr wichtige Eigenschaft ist, die die wenigsten Menschen haben, ist von seinem Ego zurückgetreten und hat dazu geführt, dass er seine Firma retten konnte. Sie sind dann fusioniert und ich kenne die Geschichte jetzt nicht im Detail, aber genauso lief sie ab. Und das kannst du auch. Ja, du selbst kannst auch gleich mal den Namen eines anderen Menschen wertschätzen und sie so oft wie möglich erwähnen, und ich garantiere dir, dadurch wirst du sehr viel beliebter. Fassen wir die Tipps noch einmal kurz zusammen. Tipp Nummer 1 ist, höre den Menschen zu. Höre ihn einfach nur zu. Ja? Tipp Nummer 2 ist, mach den Menschen ernst gemeinte Komplimente. Ja, und ich meine wirklich ernst gemeinte. Und Tipp Nummer 3 ist, erwähne den Vornamen eines Menschen so oft du kannst, denn Menschen hören nichts lieber als ihren eigenen Vornamen. Ja? Wenn du jetzt sagst, schön und gut, Chris, hört sich alles toll an, aber wie komme ich denn nun zu Geld? Also wie werde ich denn nun reich konkret? Dann findest du hier ein Video, auf das du, beziehungsweise einen Button, auf den du klicken kannst, und dort siehst du ein Video von mir, wo ich dir erkläre, ja, was ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe, wie du 200 Euro am Tag im Internet verdienen kannst. Sieh dir dieses Video an und dort erfährst du dann alles Weitere. Wir sehen uns gleich in diesem Video hier wieder. Bis gleich.